Boah, Leute, ich sag's euch. Also, falls alles gut gegangen ist, dann habt ihr vor 5 Tagen mein letztes Video gesehen. Ich habe allerdings schon ein paar Wochen jetzt nicht gefilmt. Das liegt daran, wie manche vielleicht von euch wissen, dass ich ein Baby bekommen habe. Und also ich will nicht lügen, die letzten Wochen, die waren hart. Die waren richtig hart, wir waren teilweise krank, die ganze Familie lag flach und natürlich der Schlafentzug ist real. Falls ihr euch jetzt denkt, Mensch, die Leni, die sieht aber aus, als wäre sie 10 Jahre gealtert. Ist sie auch, ist sie auch. Es war schon wirklich heftig. Also ja, ich freue mich total, dass ich jetzt endlich wieder für euch filmen kann und darf. Könnte natürlich trotzdem sein, dass mitten in diesem Video dann Outfitwechsel passiert, weil ich an einem anderen Tag weiter filmen musste, weil das Baby sich gemeldet hat. Die halten sich leider nicht an Zeitpläne. Aber es ist wahnsinnig viel passiert. Ich habe einen Haufen neuer Düfte. Teilweise habe ich die selber gekauft, teilweise wurden sie mir zugeschickt. Und was passt besser, um dieses neue Jahr zu beginnen, als ein richtig großer Mega-Haul, wo ich euch 22 neue Düfte zeige, die ich neu habe. Also nicht alle sind neu rausgekommen. Ich habe sie halt neu. Und es sind so viele, die passen da nicht alle in ein Video. Deswegen machen wir da einen Zweiteiler draus. Ich zeige euch heute die ersten 11 und in 5 Tagen gibt es den Rest. Falls du zum ersten Mal hier bist auf diesem Kanal, herzlich willkommen. Ich bin die Leni und ich spreche hier gerne über Parfum. Und falls dich das Thema auch interessiert, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich lade mehrmals pro Woche für euch Content hoch. Also bis jetzt habe ich das immer geschafft. Muss mal schauen, wie die nächsten Monate werden, aber ziemlich regelmäßig. Und ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Okay, dann fackeln wir nicht lange rum. Der erste Duft ist einer, den habe ich euch vor kurzem gezeigt und gesagt, dass der auf meiner Wunschliste steht. Und den habe ich mir tatsächlich auch besorgt. Es war so ein bisschen das Weihnachtsgeschenk an mich selber. Es ist Délectation Splendide von By Terry. Und was ist dieser Duft toll? Also, der ist einfach wunderschön. Das ist dieser Pflaumenlikör-Duft. Also, ich bezeichne ihn als Pflaumenlikör. Ist weder Pflaumen noch Likör in den Noten drin, angeblich. Aber so wirkt er auf mich. Also, schon alkoholisch, fruchtig, so richtig saftig, süß. Ganz, ganz, ganz fein. Mit einer ordentlichen Portion Gewürzen drin. Also, wir haben auch Zimt, wir haben Ingwer, Pfeffer, Anis, Tabak, also lauter gute Sachen. Und das ist der Duft, den ich jetzt in der Weihnachtszeit mit am meisten getragen habe. Der ist einfach wunderschön. Und was mir an dem so gut gefällt, ist, der macht einen großen Verlauf durch, aber jede einzelne Station ist wunderschön. Also der fängt sehr fruchtig, ich will nicht sagen spritzig, nee, eher sirupig, sehr fruchtig, pflaumig, likörig fängt er an. Und dann trocknet der nach und nach runter zu so einem wahnsinnig schönen ambrierten Vanillemoschus. Also der Drydown ist wirklich so, so, so wunderschön. Der hat eine tolle Haltbarkeit, eine tolle Performance. Also der strahlt auch aus. Ich habe schon Komplimente für den bekommen und ich bin super froh, dass ich mir den besorgt habe. Und das Coole ist, wenn man sich den kauft, dann ist auch direkt noch ein 9 ml Abfüllzerstäuber mit dabei. Das heißt, man hat dann gleich noch so eine Travelgröße, die man mitnehmen kann. Ist definitiv was für alle Gourmand-Liebhaber. Ich finde den leicht feminin. Ich denke, den könnten auch Männer tragen. Ja, den können auch Männer tragen. Aber für mich hat er schon irgendwie eine ganz leicht feminine Qualität, was ich sehr schön finde. Und mir gefällt auch irgendwie das Flakon-Design gefällt mir gut. Der ist richtig, richtig, richtig schwer. Und ich bin gerade sehr, sehr, sehr glücklich mit dem. Der nächste ist ein Duft von einer Marke, von der ich noch gar nichts kannte. Die nennt sich Jardin Bohème. Und der wurde mir zugesendet. Und der nennt sich Rendezvous Nocturne. Und genauso wie der Name sagt, ist er auch vom Stil her. Also der ist sehr süß, verführerisch, feminin, sexy. Ist, glaube ich, genau die Art von Duft, die junge Männer gern an Frauen riechen. Also dieses süße, sexy, auch in Richtung Carolina Herrera, Good Girl. Sehr blütig. Also mir muss ich sagen, eine Ecke zu süß. Also ich glaube aber, ich bin auch nicht die Zielgruppe wirklich für den. Der ist, glaube ich, was für junge Mädchen. Und vom Dufteindruck her könnt ihr euch den ein bisschen vorstellen. So ähnlich wie Cloud von Ariana Grande, allerdings ohne die Kokosnote und ohne den Baccarat Rouge Faktor. Aber diese Art von Duft, der süße Faktor, dieses umschließende,
bisschen dickflüssig kommt er mir auch vor, sehr sirupig. Das, was mich persönlich ein bisschen daran stört und weshalb ich ihn nicht super oft tragen werde, ist, dass er im Drydown doch eine ordentliche Portion Synthetik mitbringt. Und das ist in dem Fall nicht die Art von Synthetik, die mir gut gefällt. Als nächstes habe ich drei Düfte von der Marke, die ich euch noch nie vorgestellt habe. Und zwar heißt sie Parfum d'Empire. Und das sind die drei Düfte. Aber ich muss euch davor noch kurz erzählen, wie ich auf die gestoßen bin. Das Video ist nicht gesponsert, aber ich muss jetzt einen Shoutout mal wieder machen zu Sommelier du Parfum. Und zwar, ich habe vor gut einem Jahr, glaube ich, schon mal ein Video über die gemacht. Das ist ein Service, der heißt Sommelier du Parfum. Also, die wollen euch sozusagen euer Sommelier sein für den Duft eures Lebens oder für euren Lieblingsduft. Und es funktioniert so, dass man da normalerweise die Düfte eingibt, die einem schon gefallen. Und auf Basis dieser Eingaben werden einem dann neue Düfte vorgeschlagen, Nischendüfte, die man probieren kann. Und das kann man dann tun in so einem Sample Set. Sample Set kostet 20 Euro aktuell und man kann sich 5 Düfte aussuchen zum Probieren. Manchmal kommt noch ein 6. mit dazu. Und das Coole daran ist, wenn man dann einen Duft findet, der einem gut gefällt und man möchte den Full-Size-Flakon kaufen, dann hat man auf diesem Sample-Set immer einen Coupon-Code drauf, der sozusagen diesen Wert des Sample-Sets, in dem Fall 20 Euro, dann als Rabattcode für den Flakon-Kauf gibt. Das heißt, ihr könnt dort eben nicht nur vergünstigt Flakon kaufen, wenn ihr eine Probe gefunden habt, die euch gefällt, sondern ihr könnt natürlich auch unabhängig von eurem Geschmack einfach ein paar Marken durchtesten und dort die Proben relativ günstig erhalten, ohne dass ihr ein Abo eingehen müsst oder irgendwas. Und auf diese Weise habe ich auch die gesamte Kollektion von Parfum d'Empire getestet. Und das hier sind meine drei Favoriten. Also das ist zum einen mal Iskander, dann Osmanthus Interdit und Asiade. Ich muss mal schauen, wie man ausspricht. Asiade? Keine Ahnung. Fangen wir mal an mit dem Iskander. Wenn ich den Iskander mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen, das ist ein Zitronentee. Wunderschöner Teeduft. Also ganz, ganz, ganz wunderbar. Super würzig auch. Wir haben auch ein bisschen Minze, ein bisschen grüne Blätter. Also da ist schon noch ein bisschen mehr los. Ich würde den als komplett unisex bezeichnen. Der ist einfach so ein richtig erfrischender, nicht nur zwingend ein Sommerduft. Ich finde, so Teedüfte, die passen auch manchmal ganz super in den Winter. Wobei niemand würde den jetzt als Winterduft bezeichnen, wenn er ihn riecht. Aber ich finde, das ist ein ganz toller, ganzjähriger Duft. Der entspannt sofort die Sinne, der beruhigt den Geist. Man hat das Gefühl, der gibt diesen Schuss Vitamin C, den man auch in den kalten Jahreszeiten gut gebrauchen kann. Also das ist einfach ein wahnsinnig entspannender, schöner, relaxender Duft. Ich finde, man könnte fast eine ganz, ganz, ganz Mini-Verwandtschaft zu den Nishane-Düften hier erkennen, weil die schaffen es auch immer so toll, diese ganz dezenten grünen Touches in ihre Düfte einzubauen. Und der hat hier eben auch so einen ganz, ganz, ganz leichten grünen Touch. Allerdings ist er sehr viel lieblicher und die ganzen Gewürze machen ihn auch einigermaßen komplex für so einen Freshie. Also ich mag den wirklich ganz gern. Der ist richtig, richtig gelungen. Der nächste Duft, der heißt Osmanthus Interdit und der geht in eine ganz ähnliche Richtung. Das ist auch ein Teeduft, allerdings ist das natürlich das pure Osmanthus-Vergnügen hier. Ich finde den so schön. Und ich finde, was der auch hat, ist so ein ganz kleines Pfirsicheistee-Aroma. Allerdings jetzt nicht irgendwie so ein richtig süßer Pfirsicheistee, sondern eher so was Erfrischendes. In Wirklichkeit ist da natürlich kein Pfirsicheistee drin, sondern es ist grüner Tee. Was ich finde ist, dass es unter Umständen die Rose in dem Duft nicht gebraucht hätte. Also ich komme immer eigentlich auch gut ohne Rose aus. Aber die Rose, glaube ich, ich will nicht sagen, dass die den ein bisschen muffig macht, weil muffig ist ein viel zu großes Wort und viel zu negativ, aber die dämpft ihn so ein bisschen. Also die nimmt ihm so ein bisschen was von der Frische, holt ihn so ein bisschen zurück, macht ihn so ein bisschen einen traditionelleren Duft auch. Und ich hätte halt auch gut ohne die Rose gekonnt. Aber er ist trotzdem immer noch wunderschön. Und ja, ich liebe Teedüfte. Haltbarkeit und Sillage, sowohl bei dem als auch bei dem Iskander, ist
nicht wahnsinnig gut. Ja, wie es auch oft bei so Düften ist, die in dieser Richtung Tee, Richtung Erfrischung sind, sind die nicht wahnsinnig haltbar, halten schon so ihre 4-5 Stunden, strahlen auch nicht super weit aus, aber das sind so die perfekten Düfte, finde ich, für daheim, so zum Wohlfühlen, wenn man so ein bisschen frische Gefühl haben will, ist jetzt nichts, womit ich einen großen Auftritt hinlegen würde. Allerdings, es gibt auch einen Duft noch in dem Line-Up, mit dem kann man, glaube ich, schon einen großen Auftritt hinlegen. Und zwar, das ist der Asia D. Und ich muss sagen, der ist so schön. Das ist ein ganz super interessanter Duft. Also das Erste, was ihr kriegt, wenn ihr den riecht, ist so eine Ahoi-Brause-slash-Coca-Cola-Erfrischung. Ja, also dieses Spitzeln, dieses Brauseartige, dieses schon Fruchtige, schon auch minimal synthetische, also genau dieser Coca-Cola-Vibe eigentlich. Aber im zweiten Moment ist das ein Winterduft. Also einer der perfektesten Winterdüfte, die ich je gerochen habe. Voll von Gewürzen, voll von winterlichen Noten. Einfach nur wunderschön und gleichzeitig so gut abgestimmt. Also ich finde, das ist aus dem ganzen Parfum d'Empire Line-Up ist das der absolute beste Ausnahmeduft, den sie haben. Also wenn ihr einen Duft von denen probiert, dann lasst es den sein, weil der ist einfach wunderbar wärmend. Der ist nicht zwingend total Christkindlmarktig, weil dafür ist er auch irgendwie dann wieder zu fruchtig. Er hat auch eine ganz dezente Frische noch, aber vor allem ist er einfach warm und würzig. Weihrauchig auch, ein bisschen smoky eben, und ich finde, das Labdanum in der Basis kommt ganz toll raus und das macht ihn eben sehr dicht, das macht ihn sehr kuschelig, finde ich auch. Schaut euch mal die Noten an, ich finde, die geben ein ganz gutes Bild, wie der tatsächlich riecht, und der hält sich auch sehr viel besser als die anderen zwei, die ich euch gerade gezeigt habe. Als nächstes haben wir den neuen von Schwarzlose und das ist der Fougère. Und es ist endlich mal ein Fougère, der auch tatsächlich den Fougère in den Noten mit drin hat, nämlich den Farn. Und ich finde den spitzenmäßig, sage ich euch. Also das ist mit einer der schönsten. Viele Leute vergleichen den mit Sauvage. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Also der ist zwar schon, ja, erfrischend und hat einen leichten grünen Touch, ist aromatisch auch und einfach genau das, was man sich vorstellt, wenn man an Farn denkt. Also alles, was irgendwie mit Wald zu tun hat, sehr waldig ist der. Aber ich finde, um den Vergleich mit Sauvage zu ziehen, fehlt ihm eindeutig das Ambroxan. Es fehlt ihm die Pfeffrigkeit, also diese krasse Würze. Und also grundsätzlich sehe ich den einfach überhaupt nicht ähnlich dem Sauvage, abgesehen davon vielleicht, dass er genauso gefällig ist. Weil ich finde, der wirkt überhaupt nicht nischig, der wirkt total gefällig. Und es ist so ein richtig traditioneller, typischer, geiler Herrenduft. Also ich glaube, der könnte wahnsinnig erfolgreich werden. Das, was ich an dem nicht so cool finde, ist, ich finde den Verkauf hässlich. Also die Flasche, die ist echt nicht so, ja, ich weiß nicht. Also da finde ich die anderen Flaschen von Schwarzlose, finde ich, hübscher. Ja, gut. Aber das ist halt dem Thema entsprechend, ne? Von den Noten her ist der auch genau meine Kragenweite, muss ich sagen. Also wir haben Farben, Bergamotte, was ein bisschen was Spritziges gibt. Und ich finde, diese Zitrige am Anfang, die merkt man stark. Die macht auch wirklich einen großen Teil der Kopfnote aus. Aber wenn er dann eben trocknet, wird er nicht minder schön. Wir haben einen Tannenbalsam, der ganz stark zum Tragen kommt, und auch noch so ein paar kräuterige Noten. Insgesamt ist es wirklich ein wahnsinnig gefälliger, toller Herrenduft. Können den auch Frauen tragen? Klar, Frauen können immer alle Düfte auch tragen. Finde ich allerdings schwierig bei dem. Also der hat schon eine ganz distinktive, maskuline Ausstrahlung und gleichzeitig was sehr Naturverbundenes, würde ich sagen. Also, ich finde, der haut nicht ganz so auf die Kacke wie der Sauvage, wenn man das so sagen kann, sondern der ist vielleicht noch ein bisschen schicker. Aber wunderschön, wunderschön. Also den kann ich euch echt empfehlen zu probieren, Fougère von Schwarzlose. Der nächste war ein Geschenk zur Geburt meiner Tochter und es ist mein erster Maison Crivelli. Crivelli oder Crivelli? Who knows? Es ist der neue Hibiscus Mahajat. Heute habe ich lauter Düfte, wo ich mir nicht sicher bin, ob man die genauso ausspricht. Aber es ist auf alle Fälle der hier. Ja, ich sage euch den mal von Namen. Und
Ich habe, wie gesagt, noch nicht viel von Maison Crivelli probiert. Und der hier, ich habe den gesprüht und mir gedacht, Delina, bist du's? Also der, finde ich, hat eine ganz distinktive Ähnlichkeit zur Delina. Habe ich beim ersten Sprühen, kam mir das so. Ist nicht eins zu eins identisch, aber man denkt sich, ho, irgendwie kenne ich das. Ah ja, die Delina. Und dann habe ich geschaut, von wem der ist. Und Tatsache, der ist auch vom Quentin Bisch kreiert worden, der auch die Delina gemacht hat. Also fühle ich mich da jetzt mal in meiner Annahme bestätigt. Der ist ja schon noch ein bisschen anders. Sein Extrait de Parfum, der ist wahnsinnig potent. Also in der Hinsicht ist er dann wieder nicht anders als die Delina, sondern der ist wahnsinnig stark, strahlt wahnsinnig aus, hält sich ewig. Ich muss sagen, der Hibiskus, der im Namen steht, den merke ich nicht super stark. Vielleicht so eine Idee, ja. Aber im Zentrum steht hier schon auch die Rose. Wir haben ein bisschen Minze, wir haben schwarze Johannisbeere. Die Noten sehen nicht super ähnlich aus, der Delina. Aber ich finde, vielleicht könnte man sagen, 70 bis 80% Ähnlichkeit ist da schon. Ich finde den allerdings sehr viel mehr Unisex. Ich finde den eine ganze Ecke männlicher als die Delina. Ich weiß nicht genau, was diesen Eindruck erzeugt, aber für mich ist das ein absoluter Unisex-Duft. Also vielleicht Männern, denen grundsätzlich diese Delina-DNA gut gefällt, die könnten sich den mal anschauen. Der hat im Moment eine sehr schlechte Bewertung auf Parfumo. Allerdings hat er auch erst 12 Bewertungen. Also würde ich jetzt mal noch nicht viel drauf geben. Ich finde auch schon, dass der eine ganz dezente Form der Synthetik, der spürbaren Synthetik mitbringt. Aber hier zum Beispiel stört es mich jetzt wieder nicht. Ich finde den eigentlich schön. Ich muss nur sagen, ich finde ihn halt relativ ähnlich zu Delina. Dann als nächstes haben wir einen, der war auch auf meiner Wunschliste. Den habe ich mir dann tatsächlich auch am Black Friday mit 30% Rabatt geschossen. Also da bin ich meinem eigenen Rat zur Abwechslung auch mal gefolgt. Und zwar habe ich mir besorgt den Lilac Love. Und zwar hier die kleine Version mit 50 Millilitern. Wobei ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil die wirkt wie ein Mini. Also das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr kleiner, süßer Flakon. Und dafür, wenn man dann trotzdem noch 250 Euro hinlegt oder wie viel es war, keine Ahnung, dann irgendwie will ich einen großen Flakon. Naja, auf jeden Fall ist er aber nicht binder wunderschön deswegen. Das ist ein blütiger Gourmand mit ganz viel Flieder und Heliotrop, Tonkabohne und Sandelholz. So würde ich den beschreiben. Also was, was man irgendwie selten in dieser Art und Weise verarbeitet sieht. So ein Blütengourmand. Meistens sind Gourmands immer tatsächlich mit Fruchtnoten oder mit vielen Gewürzen. Und hier haben wir aber diese wahnsinnig unschuldige Blüten, nicht Basis, sondern eben das Blütenherz mit Heliotrop, Flieder, Iris, die ihn auch sehr pudrig und weich macht. Und dann aber in der Basis haben wir Vanille, Tonkabohne und Sandelholz, die auch wirklich ganz, ganz, ganz einfach eine smoothe, Wasser im Mund zusammenlaufende Unterlage geben. Und der hält sich halt super gut, im Gegensatz zu vielen anderen Fliederdüften, was ich spitze finde. Und ich finde den sehr angenehm. Anders als viele andere Amouages ist der sehr gesellschaftsverträglich, sag ich mal. Also nicht so nischig. Er ist schon nischig, aber nicht auf dem Level, dass die Amouages normalerweise sind. Auch weniger orientalisch. Sehr viel, ja, mädchenhafter irgendwie. Mädchenhaft, oh, warten, ja. Können junge Mädchen tragen, können ältere Damen tragen. Ich finde, der hat irgendwie kein Alter. Der ist einfach auch, ja, der hat auch so eine Kakaonote irgendwie, finde ich. Der ist einfach schön, ja. Der ist einfach sehr schön. Der hält den ganzen Tag, er strahlt einigermaßen gut aus. Und deswegen bin ich eigentlich mit meinem Kauf sehr zufrieden. Dann habe ich mir zu Weihnachten auch noch einen anderen Duft gegönnt. Und das ist ein Designer. Es ist eine Marke, die ich, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal gezeigt habe, obwohl ich sie nicht schlecht finde. Es ist Bottega Veneta und der Duft heißt Illusione. Illusione ist einer der schönsten Designerdüfte, finde ich, die es gibt. Das, was mich immer davon abgehalten hat, den zu kaufen früher, war, dass der eine beschissene Performance hat. Das ist leider so. Also, der hält leider nicht lang und er strahlt auch nicht stark aus. Aber irgendwie war ich in so einer Stimmung, da habe ich gesagt, das ist mir jetzt wurscht, der ist so schön, den kaufe ich mir jetzt trotzdem. Der hat Bergamotte, schwarze Johannisbeere, Orangenblüte und Feigenblatt. Feigenblatt hat er im Herzen. Orangenblüte und Feigenblatt, das sind so zwei meiner liebsten Noten überhaupt. Und dann haben wir noch Olivenholz und Tonkabohne in der Basis. Also das ist ein wahnsinnig feiner Duft.
Ich würde sagen, der ist absolut ganzjährig, wobei der sich, wie gesagt, im Winter schwer tut, sich durchzusetzen. Der hat was Erfrischendes und gleichzeitig was Schickes. Und ich finde, das gibt es nicht oft. Also meistens die erfrischenden Düfte, die sind dann halt einfach Freshies, ja? Und die sind irgendwie spritzig, die haben immer so einen energetischen Vibe und nichts Bedeutungsschweres und vor allem nichts Abendtaugliches. Aber der Illusione, das ist einer, der relativ frisch und gleichzeitig auch eine Idee fruchtig ist, der aber gleichzeitig sehr edel ist, finde ich. Also Bottega Veneta, finde ich, macht grundsätzlich relativ edle Düfte und der gefällt mir einfach spitzenmäßig. Der Flakon gefällt mir so lala. Ich finde ihn in Ordnung, finde ihn jetzt nicht hässlich, aber ich finde ihn jetzt auch nicht sehr schön. Also dieses Cap, ja, okay. Aber nee, der ist einfach spitze. Also ich sprühe den daheim ganz viel, einfach nur so, um ihn für mich zu riechen. Sprühe ihn vielleicht auch mal an den Vorhang hin, so ein bisschen als Raumduft. Missbrauche ich den auch, weil der eben nie zu überpowernd wird. Der wird nie eine ganze Wohnung beduften und der wird nie zu viel. Aber ich liebe einfach diesen Geruch. Also wenn es den als Raumduft gäbe, glaube ich, würde ich mir den holen. Einfach wahnsinnig schön. Und ja, halt für gewisse Stunden, für gewisse Gelegenheiten, zu gewissen Tagen trage ich den einfach sehr gern. So, und jetzt noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Ich habe ja vor kurzem mal ein Video gemacht, das hieß, diese Düfte sind es echt nicht wert. Und in dem Video habe ich mich so ein bisschen über die Damendüfte von Roger Parfum ausgelassen. Dass ich halt finde, dass es denen oft so ein bisschen an Persönlichkeit mangelt und so weiter. Und da muss ich jetzt mal sagen, hat die Marke wirklich mal Sportsgeist bewiesen, weil anstatt beleidigt zu sein, haben die einfach gesagt, hey, weißt du was, wir schicken dir noch ein paar Damendüfte und dann kannst du mal gucken, ob dir vielleicht nicht doch einer gefällt. Was ich wirklich sehr cool finde. Also das ist mal, das finde ich, hat Größe, das hat Stil. Und die zwei Damendüfte, die sie geschickt haben, zeige ich euch jetzt. Der eine ist der 51, das Parfum, die Damenversion. Und ja, der 51 ist schon grundsätzlich, also diese Linie ist schon grundsätzlich mit einer meiner Lieblingslinien bei Roger. Und der 51 für die Damen ist auch wirklich, ist ein wunderschöner Duft. Ganz ein edler Duft mit irgendwie saftigen Blüten, einer cremigen Basis. Ist natürlich wieder ganz viel los in dem Duft. Ist sehr, sehr edel, schick, aber nicht irgendwie zu abgehoben. Also man kann den tragen, man kann ihn auch im Alltag tragen. Wäre ein guter Signature. Ist nicht zu laut, nicht zu leise. Wobei ich natürlich bei einer Parfumkonzentration mir schon gedacht hätte, dass die Haltbarkeit noch ein wenig besser wäre. Bei mir hält der halt so 7-8 Stunden. Was aber völlig in Ordnung ist und was eigentlich perfekt ist für einen Signature, wenn man ihn als Signature tragen will. Und ja, der ist, wie soll ich den beschreiben? Also, der ist cremig. Also, der hat eine ganz feine Sandelholznote mit drin, finde ich. Die Blüten sind sehr homogen miteinander verwoben. Also, keine einzige sticht da hervor, wo man sagen könnte, ah, hier ist der Langilang oder hier ist die Tuberose oder wie auch immer. Sondern es ist ein Blüteneindruck, den ihr bekommt. Und es ist ein sehr angenehmer. Also es ist jetzt nicht so, wo man sagt, oh, wenn ihr keine Tuberose mögt, dann bleibt weg von dem Duft. Sondern hier kann man sich eigentlich an nichts stören. Ich würde sagen, wenn ich den Blüteneindruck definieren müsste, dem Gesamteindruck, dann würde ich sagen, kommt das alles zusammen am nächsten einer Boronia. Also so ein bisschen dem Eindruck, wie man den auch bei Southern Bloom von Goldfin & Banks bekommt. Finde ich sehr schön. Hat was leicht Frisches, aber vor allem was ganz, ganz Feminines. Ja? Also das ist wirklich ein sehr, sehr weiblicher Duft. Den sehe ich überhaupt nicht an Männern. Der Duft ist überhaupt nicht nischig. Ich finde den sehr ansprechend und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da die Nase rümpft. Und ich denke, das ist einer der besten Roger-Damendüfte. Ihr wisst ja, ich habe schon einige reviewed und von den meisten bin ich kein Fan, aber der hier ist tatsächlich gut. Hat natürlich einen wahnsinnig hohen Preispunkt und wenn man die Performance dann gegenwiegt, muss man sich überlegen, ob das ein Deal ist, der einem gefällt. Ich finde, er ist etwas teuer für die Performance, die er abliefert. Aber hey, was auch schön ist an dem ist,
dass der einen überraschend geringen Verlauf hat. Das heißt, wenn ihr den aufsprüht, dann bekommt ihr eigentlich initial schon relativ viel offenbart von dem, was er ist. Der verändert sich dann nicht mehr sehr stark. Das heißt, es ist so einer, da muss man nicht mehrere Tage lang testen, sondern ich sage, wenn euch die erste Stunde von dem gefällt, dann gefällt er euch. Ich würde sagen, das ist ein Allrounder für den Tag, für die Dame. Schick, nicht zu schick, sondern für alle Gelegenheiten geeignet. Und oft ist es ja so, gerade bei den Roger-Düften, finde ich, die sind manchmal sehr speziell und die kann man dann sehr gut zu gewissen Gelegenheiten tragen, aber nicht eben ständig. Aber das ist tatsächlich einer, den könnte man immer tragen. So, und dann haben wir noch einen aus der Essence de Parfum-Linie. Das ist die Damenlinie, sozusagen das Pendant zur Parfum-Cologne-Linie bei den Herren. Und die habe ich ja schon mal komplett reviewed. Alle Düfte dieser Linie findet ihr hier oben, falls es euch interessiert. Und geschickt haben sie mir den Danger. Und vielleicht haben sie sich erinnert, dass das tatsächlich mein Liebling aus der ganzen Serie war. Also der Danger ist tatsächlich ein schöner Duft. Das Besondere bei dieser lilanen Kollektion ist, dass sie die DNAs von den Düften, die es ja schon in anderen Konzentrationen gibt, nochmal ein bisschen, ich sag mal, aufgemotzt haben. Und die ist jetzt mehr zugänglich für jüngere Leute, finde ich. Weil was bei Roger Parfum oft ist, ist, dass die Düfte fast alle einen Vintage-Vibe haben. Dass die alle sehr reif sind. Und das schließt natürlich auch ein gewisses junges Klientel dann so ein bisschen aus, wenn man das so wahrnimmt, ja, aber ich persönlich nehme es so wahr. Und diese Essence de Parfum-Linie ist jetzt eben, finde ich, gerade für jüngere Leute ein bisschen, ja, die sind alle ein bisschen frischer, die sind ein bisschen moderner, finde ich auch, ohne jetzt ihre Grund-DNA zu verleugnen. Und der Danger ist halt ein echt schöner, verführerischer, süßer Damenduft. Und ich finde, der hat einen sehr ausgeprägten Charakter. Der hat eine gewisse Würze und ich finde, die zitrischen Kopfnoten hier, die geben mal ausnahmsweise keine Spritzigkeit, sondern die geben eher den Blüten dann eine gewisse Frische. Also ich finde, die haften irgendwie eher den Blüten an, zumindest kommt es mir so vor. Der ist sehr weich und cremig und sehr verführerisch und sexy. Also der hat definitiv auch so eine Tiefe, der hat eine gewisse Pudrigkeit, würde ich sogar sagen, und wirkt auf mich eben sehr dicht. Also der hat zwar einerseits diese bisschen Fruchtigkeit, ja, und auch ein bisschen mehr Jugendlichkeit als die anderen, aber gleichzeitig hat er auch die verführerische Schwere in sich oder die, ich sag mal, den Verführungsfaktor, ja. Und das ist einer, den ich sehr gern trage. Also den mag ich richtig gern. Danger. So, meine Lieben, das waren die ersten 11 und jetzt machen wir hier mal einen Cut und es geht dann in ein paar Tagen weiter mit dem Rest. Und mein Baby schreit auch schon wieder. Das trifft sich gar nicht schlecht jetzt. Falls ihr einen dieser Düfte habt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.